Hier ist Fred von Fettspielen und ich begrüße euch recht herzlich zur 201. Folge meines Good Game Empire Let's Plays. Jawohl, wir haben also das 200er Special hinter uns und ich möchte mich natürlich erstmal ganz lieb bei euch bedanken für die Glückwünsche, die ihr mir entgegengebracht habt. Ich finde es auch toll, dass wir hier 200 Folgen schon geschafft haben und ich freue mich auch auf die nächsten 200. So. Das ist also meine Hauptburg, wir befinden uns in der 201. Folge und ich würde mal sagen, als erstes werde ich diesen Tipp mir ansehen, den mir Good Game Empire Player 10 gegeben hat. Er hat mich gesagt, hier vorne, vor meiner Hauptburg, tummelt sich mal wieder das Koloss-Event. Das müsste wahrscheinlich das hier sein, Baugerüst des Kolosses, das ist es. Schaut euch das an, noch 1,8 Tage und wenn man damit dabei ist, dann kann man wieder ein kolossales Reiterstandbild bekommen, so wie es in meinem ersten Außenposten steht. Das ist doch mal eine super Sache, da mache ich auf jeden Fall gleich mit. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, dass ich auch so meine Ressourcen hier in der Hauptburg etwas unter die Leute bekomme. Also erstmal die Bauslots fertig prügeln und dann können wir uns ja um den Koloss kümmern. So, was wollte ich machen? Ich wollte hier wahrscheinlich, ja, vielleicht könnte man da drei Statuen noch platzieren. Das sähe ja eigentlich ganz schön aus. Eins. Zwei. Jawohl. So machen wir das. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich hier noch eine dritte Statue hinbauen. Und dann habe ich tatsächlich in meiner Hauptburg alles zugebaut. Und dann geht es noch um die Optimierung. Hier zum Beispiel haben wir noch Farmhäuser der Stufe 1. Die werden natürlich dann weiter vorangetrieben. Keine Sorge. Jetzt aber erstmal Münzen abholen. Und das hat gerade nicht so richtig geklappt. Hallo? Was ist hier los? Muss er schon wieder bestochen werden, oder was? Zeit zum Abholen. 4 Tage, 18 Minuten. Dann möchte ich damit gleich mal anfangen. Normalerweise kommt das doch dann hier, oder? Irgendwie gerade ein bisschen buggy. Egal, ich gucke in die Nachrichten und wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder und wie versprochen kümmern wir uns jetzt zuerst um das Baugerüst des Kolosses. Helft beim Bau des kolossalen Reiterstandbildes. Das werden wir jetzt tun und so viele Rohstoffe einsetzen, wie es nur möglich ist. Das heißt, hier auf meiner Hauptburg gehe ich total auf Anschlag. Und damit habe ich mich hier gleich auf immerhin 120 öffentliche Ordnungspunkte hochkatapultiert. Das ist natürlich noch ein bisschen wenig, da kann noch mehr kommen. Aber bevor wir uns darum kümmern, auch in den Außenposten dort die Rohstoffe einzuzahlen, schauen wir erstmal, ob wir da irgendwas anderes machen könnten, was wir das dann noch irgendwie die Rohstoffe dann dafür verwenden können. Ich glaube hier nicht. Also ich glaube hier oben im ersten Außenposten, da gibt es gerade nichts, was ich mit meinen Rohstoffen machen könnte, was wichtiger wäre, als dort den Koloss voranzutreiben. Deswegen werde ich vom ersten Außenposten auch alles, was ich habe, immerhin 7500 Holz und 81.000 Stein hier reinbringen. Und jetzt haben wir eine öffentliche Ordnung von 141. Nicht schlecht, geht immer noch besser. Aber im zweiten Außenposten bin ich dann noch mal ein bisschen zögerlich. Denn hierfür habe ich was Tolles bekommen. Für den zweiten Außenposten habe ich von Good Game Empire Player 10 mal wieder einen Bebauungsplan bekommen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist echt geil. Ich halte ihn hier in meinen Händen. Und laut diesem Plan ist es auch hier natürlich möglich, den Außenposten so optimal zu bebauen, dass keine sonst wie geartete Freifläche irgendwo dazwischen ist und alles super optimiert und bebaut am Start ist. Okay, dann werden wir das mal gleich versuchen. Und er hat auch hier oben mit den Wohnhäusern angefangen, so wie ich es gemacht habe. Hier stehen 6 Wohnhäuser in einer Reihe bei dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich müsste laut deines Planes hier 2 Wohnhausreihen abreißen. Aber ganz im Ernst, wir wissen ja alle, dass hier zu viele Wohnhäuser sind. Lieber weniger Wohnhäuser haben, die dafür besser ausgebaut und upgegradet sind, als hier die 20.000 normalen. Ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern, als ich diesen zweiten Außenposten übernommen habe, da war hier alles voller Wohnhäuser. Ja, das war ziemlich witzig. Aber ich habe mich noch nie, ich habe das immer ein bisschen zurückgebaut, immer wieder ein bisschen abgerissen, aber habe es nie so wirklich bis zum Ende getrieben. Und dann wäre das jetzt ja echt eine Möglichkeit, das jetzt mal zu machen. Wie teuer war eigentlich nochmal ein Baukran? 7.100 Rubine habe ich jetzt gerade nicht. Aber müsste man sich tatsächlich überlegen, den hier mal sich anzulachen, wenn es nämlich jetzt hier so weitergeht, dass ich hier alles optimiere und gemäß dem Bebauungsplan umstelle. Also, jetzt aber erstmal abreißen. Jawohl, das wird abgerissen. Wir können das jetzt ja auch erstmal mit
ein paar Rubinen fertigstellen. Wenigstens die eine Reihe. Zack, zack, zack. Reißen wir einfach mal ein. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, fehlen mir jetzt die 31 Rubine? Nein, die habe ich schon noch. So, müsste trotzdem noch einen einreißen. Aber den einen Bauslot, den verwenden wir jetzt lieber, um noch einen Park zu bauen. Denn natürlich ist auch in diesem Bebauungsplan vorgesehen, dass man hier sehr, sehr viele Parks hat. Jetzt fehlt mir tatsächlich aber Stein dazu. 935 Stein habe ich nur. Ja gut, dann kann ich es natürlich auch nicht machen. Dann nehme ich jetzt doch hier den Abriss. Ich wähle den Abriss. Lass es aber erstmal, um nicht alle Rubine zu verschwenden. Werde diesen Bebauungsplan aber im Hinterkopf behalten. Machen wir auf jeden Fall weiter. Ich überlege mir, ob ich mir vielleicht sogar auch einen Baukran in zweiten Außenposten hole. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder in die Hauptburg und schauen, dass wir alles, was das zweite Außenposten entbehren kann, hier in den Bau des Reiterstandbildes pressen. Also, 41.000 Holz. Ich glaube, die 935 Steine, die lasse ich jetzt erstmal hier. Und wir kommen hoch, nicht mehr so viel, aber öffentliche Orden immerhin auf 146. Und nur von der Burg Nordfried könnte ich jetzt noch was dazu beitragen. Aber da gucken wir natürlich auch erstmal, ob es da was anderes gibt für mich. Jawohl, hier könnte ich mir mal ein bisschen upgraden, ne? Das Wohnhaus upgraden. Das muss ich, glaube ich, sowieso machen, das ist Teil einer Quest. Jawohl, das habe ich dann auch nochmal richtig gesehen. Und die Köhlerei muss auch ausgebaut werden. Na, dann mache ich das auch mal. Und dann schauen wir mal, wie viele Ressourcen die Nordburg entbehren kann. So. Dann wollen wir mal schauen. Burg Nordfried. Ist nicht mehr viel. Ein bisschen. Immerhin auf 148 sind wir gekommen. Wenn ich irgendwie nochmal am Wochenende kurz reingehe und um ein paar Ressourcen einzahlen, könnte ich vielleicht 150 bekommen. Das wäre noch eine schöne, glatte Summe. Mal schauen, ob ich dran denke. Könnte ich mir noch überlegen. Ansonsten müssen wir uns jetzt natürlich schon mal überlegen, wo das Reiterstandbild hinkommt. Ich meine, hier haben wir ja schon unseren Koloss. Im ersten Außenposten steht das erste Reiterstandbild. Hier könnt ihr es sehen. Dann würde ja eigentlich der zweite Außenposten der prädestinierte Platz sein für das Reiterstandbild. Aber hier habe ich ja auch schon Koloss. Kann man den auch in die Burg Nordfried reintun? Ja, oder? Ich hoffe es mal, dass es auch geht, dass die Transportkosten nicht zu hoch sind, den Koloss vom großen Imperium in den Immerwintergletscher zu transportieren. Aber ansonsten würde ich das machen. Also dann würde das eigentlich sehr gut passen. Hätte ich nämlich in jeder Burg hätte ich dann nämlich ein Koloss, ein Reiterstandbild, eine große Dekoration. Das heißt, das wäre eigentlich eine coole Sache. Wäre eine runde Sache, wäre überall was Schönes da. Gut, machen wir das auch so. Lege ich das mal zur Seite und ich denke, ich habe jetzt alles gemacht, überall was gebaut, überall mal geschaut und ja, das heißt, wir schauen uns jetzt mal anders um. Und zwar gehen wir auf die Weltkarte, mal wieder ins große Imperium. Falls wir es mit jemandem zu tun haben, der ja noch gar nicht immer mit der Gletscher ist, schauen wir doch mal, was Andi 1304 so zu bieten hat. Burg Vegeto. Spielerinfo, Level 46, das ist doch schon mal was, da gucken wir mal rein und schauen uns diese Burg an. Das ist ja mal ganz interessant, wir haben hier nämlich einen Mix aus ordentlich und unordentlich, das sehe ich eigentlich selten. Also hier zum Beispiel alles super ordentlich in einer Reihe, die Steinbrüche, übrigens sehr, sehr viele Steinbrüche. Aber dann gucken wir mal hier in dem Part, da stehen die Theater mal so rum, da noch einer und da irgendwie Zierbäume, das sieht alles, ein Hängekäfig auch noch dazwischen, das sieht alles so ein bisschen wuselig aus. Hier sind auch noch Freiflächen, also mal eine komische Mischung, würde ich sagen. Gucken wir uns mal, das ist mein Außenposten, ne? Ja. Moment, den kenne ich irgendwoher. Nein, 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 nein. Ich habe mich natürlich verklickt. Hier geht's weiter. Da ist der nächste Außenposten. Und da seht ihr auch schon gleich, dass hier noch groß gebaut wird. Ich denke mal, dass diese Flächen jetzt weiter mit Parks gefüllt werden. Da ist auch noch was da, auch sehr, sehr viele Holzfäller. Also du meinst es dann mal auch gut, ne? Wenn du was produzieren willst, dann da mal richtig. Also hier sind ordentlich viele Holzfäller, dem Hauptburg waren sehr, sehr viele Steinbrüche. Mal gucken, was wir jetzt hier in Hülle und Fülle sehen. Ja, immerhin, Farmhäuser und auch weitere Steinbrüche. Ja, du bist noch nicht so wirklich weit gekommen bei der optimalen Bebauung. Ich sehe hier sehr, sehr viele Freiflächen, die sich jetzt hier im zweiten Außenposten noch weiter ziehen. Mal gucken, was, geiler Name übrigens, Leckerschmecker, was hier los ist.
Leckerschmecker wahrscheinlich, weil hier sehr, sehr viele Farbe sind. Das ist also dann Nahrungs-AP. Ja, da sieht man es ganz, ganz klar. Und gucken wir mal, wie es im Norden aussieht. Oh, die gefällt mir bisher am besten, muss ich sagen. Hier schön aufgeräumt, die ganzen Produktionsstätten. Das ist auch eigentlich eine ganz, ganz schöne, abgeschlossene Linie hier. Die Parks kommen und die werden wahrscheinlich auch jetzt hier bald die ganze Fläche einnehmen. Also würde ich sagen, ein kleines Glanzstück hier im hohen Norden. Das gefällt mir von all deinen Burgen dann doch am besten. So, 201. Let's Play und wir sehen uns bald wieder. Und zwar nächste Woche. Guckt auf den Stundenplan, dann wisst ihr genau, wann es weitergeht und wie viel Good Game Empire Folgen in der nächsten Woche kommen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann. Euer Fred von Fett Spielen. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.